Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Timberburn. In der Folge werden wir uns mal die Metallproduktion anschauen, beziehungsweise zum Lauf kriegen. Und damit das funktioniert, braucht man erstmal hier so einen Abgabepunkt in unserer Hauptstadt, damit wir hier die Waren kriegen. Und mal schauen, Abgabestelle. Ja, die flanschen wir gerade mal hier rein. Und machen hier eine Handelsroute. Route hinzufügen nach da. Und Altmetall. Alles klar. Dann haben wir schon mal zwei Leute, die das erstmal machen. Und dann kriegen wir hier das Metall. Und entsprechend brauchen wir dann hier noch eine Schmelze. Ja, ich glaube, wir werden zum ersten Mal hier oben mal was platzieren. Ich glaube, rein für die Optik, machen wir hier mal so eine Stelze dahin. Metallschmelzerei. Oh, 200 PS Leistung. Ja, auf das habe ich jetzt gar nicht geachtet. Müssen wir fast hier beim Wasser bauen. Erstmal. Kompaktes Wasser, großes Wasserrad. 40 PS. 50 PS. Ich glaube, wir fahren da erstmal mit halber Kraft. Und machen das mit dem Hamsterrad. Bis wir uns dann später den Motor leisten können. Also bauen wir das mal hier hin. Schmelzerei. Eine. Energie. Energierad. Oh, ich bin ja so froh, wenn wir dann hier mal den Sprengstoff haben. 50. 100 PS. So. Den Weg werden wir einmal so machen. Einmal so. 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 Perfekt. Cool. Dann haben wir das. Mine ist erstmal noch nicht interessant. Abgesehen davon, dass wir die ganzen Punkte noch nicht mal haben. Aber dann haben wir hier Metall, Energie. 400 Punkte. Brauchen wir 20 Metall. Oh, der ist sogar relativ kompakt. Braucht aber sein Holz. Okay. Ich überlege mir gerade, wenn wir dann so mehr Holz brauchen, ob es dann Sinn macht, dass wir einen zweiten Förster haben. Zum Beispiel hier unten. Schwierige Frage. Ich bin mal wirklich noch nicht sicher, was wir da machen. Ja, ich denke mal, schaden wird es nicht. Machen wir hier unten mal einen Förster hin. Förster. Du hier. Und sagen mal, das, was am meisten bringt. Da 30 Tage mit 8 Holz. Dann ist es wie so ein Backup. Hier unten. Cool. Und wenn das dann fertig ist, dann werden wir hier die Holzfäller hinbauen. Dann ist der da erstmal beschäftigt. Was brauchst du jetzt alles? Tankengetriebe. Ah, du brauchst auch noch Altmetall zum Bauen. Spannend. Tanken 50. Machen wir da 20, 20. Okay, dann fehlt jetzt nur noch das Altmetall. Wir schicken da noch mal ein paar Leute rüber. Ich würde sagen, noch mal. Mach mal 5.
5, die arbeitslos sind. 6 Babys, 6 Zimmer. Hier machen wir mal kurz Pause. Wir brauchen keine weiteren erstmal. Ja, wobei, 2 lassen wir laufen. Sehr gut. Schauen wir hier aus. 99 Nahrung, 100 Wasser. Wird aber sehr gut drüber gebracht. Jetzt haben wir 4 Leute, die da die Waren drüber bringen, das Altmetall. Rote 7. Macht es Sinn, dass wir hier noch Bären hinbringen? Ich meine, die müssen jetzt ja hier nicht alles haben. Hauptsache, sie sind irgendwo happy. Wir können aber mit der Deko ein bisschen spielen. Beziehungsweise Freizeit. Dachterrasse. Passt das hier hin? Zwei so Dachterrassen. Pade. So. So, drei. Und dann hier noch eine Straße. Treppe nach unten. Ah, da ist jetzt die Ressource hier im Weg. Einmal abreißen. Hier bitte. Höchste Priorität. Dann hätten wir das. Ich glaube, das Dach spare ich mir jetzt doch mal. Lagerfeuer. Ja, klatschen wir da hinten hin. Straße verbinden. Passt. Und für die Deko. Machen wir das einmal so. Und so. Dann haben sie eigentlich noch ganz gemütlich. Also da werden jetzt entsprechend Holz und die Bretter hinbracht. Wobei von der Kapazität her, die haben echt viel hier. 233 Altmetall haben wir da schon. Alles klar. Ja gut, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt. Und wenn das hier alles fertig ist und am Laufen ist, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, also die Stahlproduktion ist soweit am Laufen, aber ich habe ganz anderes Problem, und zwar ist es halt mal wieder die Nahrung. Ihr seht es, 75, Weizen nochmal 188, die sind am Produzieren, aber es ist ein bisschen wenig. Wir sind ein paar Leute gestorben, bin bei 49 wieder, da drüben ist alles tot. Ich habe das jetzt auch abgrenzen müssen, weil sonst wäre es hier noch katastrophaler worden. Weizen habe ich jetzt hier nochmal erweitert. Ich habe hier ein Bauernhaus hingestellt und hier nochmal wieder eins hinzugefügt, nachdem ich es gelöscht habe. Und mein Ding war, okay, maximal Weizen. Aber jetzt kommt die Dürre wieder in, ja, nächsten Tag. Das wird mir alles wieder vernichten. Ich hoffe, ich komme durch mit den 169 da. Theoretisch können wir da sagen, mal 5. Aber ich wäre fast gewillt, dass wir hier sagen, wir machen einen zweiten Bäcker. Aber wo bauen wir den hin? Bäckerei. Ich brauche nicht per se eine Industrie. Wird ja Sinn machen, dass es... Wenn ich dich da platziere, da bist du vermutlich eins länger, oder? Oh ne, bist du nicht. Okay. Gebe ich dir mal maximale Priorität. Rein von den Rohstoffen haben wir jetzt alles. Okay. Mehl. Das ist mir egal, dass sie nicht voll laufen. Habt besser als gar nichts. Und wir haben ja das Backup. Und dann sollten wir eigentlich wieder
ganz gut Brot hinkriegen. Ich hoffe, die Dürre geht jetzt nicht zu lang. Arbeitszeit habe ich auch noch ein bisschen die Schlafenszeit reingemacht, damit wir hier mal ein bisschen Produktion kriegen. Oh, das Spiel ist knallhart, wenn es um so Strafen geht. Oh je. Quality ist hier normal. 81% sogar. Wir sitzen aus mit dem 20 Stahl. Ja gut, brauchen wir noch was. Wir werden jetzt erst 13. Und dann werden wir hier das da platzieren. Dann sparen wir uns wieder die zwei Arbeiter, die wir dann für irgendwas anderes einsetzen können. Und da ist die Dürre. 6 Tage. Ja, ich denke, das überlebe ich. Jetzt geht's wieder nach oben. Und später können wir dann hier weitermachen. Dass wir dann Leute wieder hinschicken, sobald wir hier wieder on top sind. 8 Betten frei, 50 Hammer, 2 Kinder. Ja, ist okay. Hier natürlich 0. Mit maximal 20 Betten. Okay. Ich würde sagen, ich mache nochmal einen Schnitt und wir sehen uns, wenn wir hier wieder oben sind. Und dann schickt man die Biber hier wieder rüber. Bis gleich. Ja, und da wären wir wieder. Wir sind momentan bei 50 Bibern und ja, die Nahrungssituation ist halt schon nicht die geilste. Ah, ich bin mir noch nicht so sicher, was das richtige Verhältnis ist. Ich glaube, es wäre sinnvoll, da wesentlich mehr Kartoffeln zu machen, weil das eine kriegen wir da hier 4, wenn die verarbeitet wird. Andererseits die Karotte in 4 Tagen fertig mit 3. Die braucht 6 Tage für 1. Ja, ich poker halt so ein bisschen aufs Weizen. Das braucht halt 10 Tage, gibt halt 3 Weizen. Und mit 1 Weizen kriegen wir 1 Mehl. Und 1 Mehl gibt halt 5 Brot. Ich poker ein bisschen auf das. Schwierig, schwierig. Und ich sehe jetzt gerade, ich bin keine Bären mehr. Ja, aber wir haben jetzt genügend Stahl und wir werden das da jetzt erstmal umbauen. Gebäude löschen. Ich glaube, ich möchte erstmal alles hier löschen. Energiemotor. 400 PS. Wo hast du deinen Anschluss? So. Und so erstmal. Können wir ja noch extenden, wenn da noch mehr dazu kommt. Das heißt, wir passen da die Straße an. Und das da unten können wir löschen. Gut, welttechnisch. Wir könnten theoretisch hier unten nochmal ein Distrikt gründen. Andererseits. Na, das ist eine doofe Idee. Wir werden kein Distrikt gründen, wir werden die Idee, was ich hier hatte. Shit, die sind fast fertig mit dem Holz. 180. Ja, ich hätte schon noch irgendwie Bock, da unten eine Kornkammer zu machen. Für schnelles Essen, also vor allem Kartoffeln. Holz. Ich bin mir unschlüssig. Soll man das noch abwarten? Ja, ich glaube, wir werden das noch abwarten. Wir werden aber hier das alles zurücksetzen.
Die sollen für sich erstmal wachsen. Gebäude löschen. Dann können wir das hier abholzen. Und dann, wenn das hier fertig ist, machen wir hier nochmal so ein Feld hin. Und da kommt auch schon das Weizen. Gehen wir mal fast forward hier. Und geht wieder nach oben. Dann können wir auch hier die zweite Siedlung mal wieder starten. Aber die ist momentan inaktiv, aber wir haben 332 Altmetall. Das ist okay. Metallblöcke, 9 von 20. Ach, wie toll. Die nächste Dürre. Aber okay, jetzt habe ich hier mega Weizen, also das sollte passen. 47. 7 Betten frei. Ich habe zu wenig Bären. Ich kann nicht mal züchten. Wie ist denn da der Durchschnitt? 91%. 83. Okay, einige kommen jetzt noch. Okay, dann zähle ich da auf die Bären. Und wenn ich die Bären dann da habe, werden wir hier noch ein paar Biber züchten, dass wir hier Arbeiter kriegen. Und das Viertel war ich erstmals ignoriert. Ah, Moment mal. Ah, wir haben ja drei hier drin. Sind aber mehr als gut beliefert. 97, 100... Gut, dann gehen wir da unten mal Priority drauf. Du musst jetzt da erstmal nicht delivern, aber abbauen finde ich noch ganz gut. Für die Zukunft. Und wenn wir das haben, jetzt haben wir hier den Benzinmotor. Oh no, das braucht dauerhaft eine Arbeitskraft. Schlecht. Warte mal, wir haben jetzt da 28 Energie. 20. Wenn ich das da unten hinbauen will, Moment mal, kurz die Ausrichtung. Ah, ich würde das, glaube ich, ganz gern so da rein platzieren. Das heißt, wir brauchen drei Plattformen. Mache ich das jetzt oder noch? Ja, ich glaube, es ist schlau, wenn ich das nach der Tür mache, dass man hier unten den Benzinmotor hinmacht. Oder Benzinmotor ist ein bisschen relativ. Ach so, okay. Der läuft da irgendwie mit den Abgasen so, okay. Ja, also, ich würde sagen, das Weizen hier, das wird jetzt noch abgearbeitet, dass wir das hier drin haben, 282. Ich lasse die Industrie so, wie es ist. Na, das ist blöd. Ich meine, die zwei laufen ja, aber die zwei werden jetzt bald nicht mehr laufen. Also, wenn die Dürre da ist, dann werden wir das hier abreißen und den Motor hier bauen. Wir können aber schon mal den Auftrag geben hier für die Struktur. Wo ist sie vermutlich? Ja, da kommen sie gar nicht hin. Effizienz 100%. Okay, ich warte mal auf die Dürre, dass die nichts mehr machen. Und dann bauen wir hier diesen anderen Motor hin. Also, bis gleich. So, da. Also, die Dürre ist da und jetzt wollen wir hier mal unten bauen. Das heißt, Strukturen abreißen. Das lassen wir bitte. Und dann werden wir auch das hier abreißen.
Notfallrad lassen wir mal. Jetzt schauen wir mal mit dem Motor. Wir brauchen ja noch eins frei fürs Getriebe. Gut, das passt. Dann hier noch eine Passage. Damit ihr da hinkommt. Und dann braucht man hier noch ein T-Stück. Sowas. Mal ganz kurz angucken. Ja, das passt so. Dann können wir das hier so verbinden. Und hier noch einen Winkel. Einmal rotieren, bitte. Cool, aber dann haben wir hier den... Ah, jetzt haben wir zwar den Motor und noch Notfall. Ich würde es erstmal pausieren. Wobei, nee, du bleibst erstmal drin, bis das fertig gebaut ist. Aber dann würde ich erstmal pausieren für den Fall, dass wir es mal brauchen, dass wir kein Holz mehr haben. Dass hier, ja, hier die Getreidemühlen laufen. Naja, Brot ist wichtig. 902, 4,8 Tage, 1700. Ja, das wird schon. Hier hinten sind wir voll. Gut. So. Next wäre dann Papierproduktion. Holz auf 2 Papier. Hast du da rein? Ah, du brauchst aber 80 PS Leistung. Ah, gerade am Überlegen. Dann machen wir das. So. Den Weg da, wenn wir hier entfernen. Yes, bitte. Ah, shit. Wir haben hier nur... ein Anschluss. Okay, dann machen wir hier mal doppelte Höhe. Was nicht reicht, wir brauchen dreifach Höhe. Alles klar. So. Und das werden wir hier abreißen. Denn da braucht man dann jetzt hier... Warte mal. Nehmen wir jetzt hier... Geht schon Maximum 200 PS. Du hast 400 PS. Okay, ja, das passt. Also einmal so ein T-Stück. Und lass es mal fertig bauen. Und dann fahren wir hier so rein, dass hier die Papierfabrik Strom hat. Und dann haben wir endlich Dynamit. Bzw. können es endlich mal herstellen. Und können hier Blödsinn machen mit dem Wasser. So erstmal der Plan. Okay. Ich baue das Segment hier fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Voilà, da sind wir wieder. Alles ist gebaut, also die Papierfabrik ist am Laufen mit einer Effizienz von 56% und auch die Sprengstofffabrik. Uns fehlen 30 PS. Aber ja, für die 30 PS will ich jetzt die nicht extra bauen. Und ich habe hier einen Abschluss gemacht, weil die Stelle hier... Die kann ich gar nicht überbrücken. Ich glaube, das wäre gar nicht möglich. Ja, wobei fünffach. Nö, glaub nicht. Aber ist auch egal. Das passt erstmal so. Und von den Bibern her läuft's gut. Wir haben hier im Distrikt 5 freie Betten. Und einer, der nicht weiß, was es tun soll. Das passt. Okay. Dynamit. Wo war das? Glaube ich, war hier beim Pfad, oder? Nee. 600. Ja, bitte freischalten. Ich will es jetzt mal ausprobieren, was da passiert, wenn man das einsetzt. Wo mache ich das zum ersten Mal? Da kommen sie gar nicht hin. Ah,
Ich weiß nicht. Ich glaube, nur zum Test. Ah, weißt du was? Wir werden erstmal kurz speichern. Spiel speichern. Dankeschön. Machen wir das mal kurz hier. Wir machen eine Anzeige hier für die Sprengstoffe. Ja, 4 haben wir. Machen wir ganz kurz fast forward. Ich will sehen, was da passiert. Okay, er ist schon mal da. Ja, und jetzt? Ah, ich muss selber... Ah, verstehe. Oh, wow. Das macht effektiv nur einen Block frei. Zerstört die unterliegenden Geländeblock und lässt mir nachher wieder den Mitleidungen hochgehen. Nebenerdig. Wäre auch so drin gewesen. Okay. Aber dann könnte man da Platz machen für das große Wasserrad. Wie schauen wir denn aus mit dem Balken? 300. Ja, das passt. Große Wasserrad. Wenn wir uns mal hier mal kurz schauen. 180 PS. Das wollte ich ja eh hier machen. 3. Okay, das muss weg und das alles eins tiefer. Getriebe. Was brauchst du im Getriebe? Gar nicht. Du brauchst Planken. Cool. Das machen wir. Also. Abreißen. Hier. Bitte einmal kurz alles. Yes. Das auch. Und dann Dynamit. Ah, scheiße, nein. Das andere hätte ich gebraucht. Shit. Na, ist egal. Hier, sprengen. Da, 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 da. Hier kann ich es nicht platzieren. Das alles hätte ich gern einmal eins tiefer. Dann sagen wir hier Ressource entfernen. Höchste Prio. Und einmal fortlaufen lassen. Bitte, danke. Sehr gut. Dann kann ich auch das hier so machen. Ist es schlau, dass ich das so mache? Nee, das eigentlich so nicht. Tun wir mal ganz kurz entfernen hier. Und dann können wir das alles auf einmal hochgehen lassen. Strukturen einfach. Auch hier die Struktur. Dann sollte man die alle platzieren können. Und dann machen wir die so eins nacheinander. Dass wir hier das große Wasserrad hinkriegen. Okay, dann baut's mal schneller. Bitte. Grundlegend 1240 Brot, 1700 Wasser. Alles okay. Und hier wird fleißig auch schon mal abgebaut. 8 Holz pro Baum. Nice. Das hat funktioniert. Ja, also so wie wir jetzt gerade von der Stadt aufgebaut sind, würde ich sagen, das ist erstmal stabil. Da muss man nicht viel machen. Jetzt haben wir halt hier die Extras und können halt rumspielen.
So, der eine fehlt jetzt noch, dann können wir hier sprengen. Brauchst du? Wolltest du den Planken? Gut. Ah, ist platziert. Okay, große Sprengung. Los geht's. Ah, verstehe. Er macht es nur auf einer Höhe. Gut, dann hier nochmal und hier nochmal bitte. Setzt das hin. Also ich hoffe, die können da irgendwie so drüber gehen. Ah, keine Mats. ...36%. Wir gehen hier mal ein bisschen Priority drauf, dass wir hier immer einen drin haben. Genauso auch hier. Ja gut, ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns, wenn das hier fertig gesprengt ist. Bis gleich. So, also das Wasserrad läuft und wir haben eine Leistung von... Ja, knapp 197 PS, 200 maximal. Und ja, mit 180 PS ist veranschlagt. Ich frage mich, ob wir das pushen können, wenn wir hier ein bisschen mehr Wasser haben. Und meine Idee wäre, dass wir ja, vielleicht hier eine Schleuse machen oder es aufstauen und dann runterschießen lassen. Also hier sowas, statt Wasser bis zu einer einschätzbaren Höhe. Ocean, ja. Ist die Frage, ob das funktioniert. Schleuse hier nochmal. Wir bauen es erstmal und dann sehen wir ja, ob das einen Impact hat. Also hier wird es dann auf alle Fälle höher, aber ich erhoffe mir da irgendwie einen größeren Wasserfluss, wenn das dann hier runtergeht. Ist ein Experiment. Ich weiß nicht, was das für einen Impact hat. Es könnte auch sein, dass man hier gleich alles überfluten, dann würde ich sagen, tun wir mal ganz kurz speichern. Moment. So. Weil ich mir nicht sicher bin, was gleich passieren wird, wenn das hier fertig ist. Oh, die Leistung ist schon okay. 180 PS. Ein bisschen mehr dürfte sein. Und dann generell von der Begrünung. Das da hinten werden wir nicht grün kriegen. Müssen wir auch nicht. Das wird die Industrie bleiben. Aber... Ja, in die Richtung, wenn wir es auch nicht grün kriegen, was so alles so weit oben ist. Andererseits, wir haben ja diese Wasserableiter. Ja, können wir mal kurz erforschen. Das geht immer nur eine Stufe nach oben. Die Sachen nicht wieder auffüllen, ne? Also es ist ja Damm. Ne, zerstören ist da, aber ich glaube auffüllen geht nicht. Schwierig. Ja gut, schauen wir mal, was mit dem Damm passiert, wenn der fertig ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder und der Damm ist vollendet und ich habe den schon mal auf 1 eingestellt, das Höhe 1. Das war keine gute Idee, denn ich habe gerade irgendwie das ganze Dorf überflutet und es gab dann auch schon Tote. Nicht so geil. Wir werden das mal wieder umstellen auf 0,5.
Das sollte auch hier jetzt der Fall sein. Mal ganz kurz Play. Und hofft, es fließt jetzt dann wieder ab. Oh je, das war echt nicht gut. Okay. Mal ganz kurz fast forward, ob das jetzt dann wieder weggeht. Ja, tut's. Okay, also mit 0,5 sind wir gerade hier an der Grenze. Hat es jetzt einen Booster hinten geben? Nee, ist sogar schlechter worden. Okay. Was ich aber dennoch machen möchte ist, eine Tiefe von 1. Ich würde das Ganze hier auf eine Tiefe von minus 3 machen. Weil, also mal Tiefe 1, Tiefe, ne, wobei Tiefe 2 müsste schon reichen. Denn hier drin, wo ich die Testsprengung gemacht habe, war das Wasser während der Dürre noch drin. Und hier alles grün. Ist die Frage, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Was mit dem Dynamit? Hier. Gehen wir hier überall eins tiefer. Und hier kann es nicht wegen dem. Pumpt Wasser hoch, füllt es, damit Biber es trinken. Maximale Tiefe 6. Aber unter euch kann ich nicht wegspringen. Das wird heißen, dass ich hier springen muss. Also abreißen, sprengen, wieder hinbauen. Sonst funktioniert das nicht. Gut, dann sprengen wir das hier erstmal fertig. Das wäre ja dann... Da kommen sie dich hin. Da kommen sie hin. Springen wir alles, wo sie hinkommen können. Ja, okay, da werden wir dann definitiv ein Gerüst bauen müssen, dass sie hier rüberkommen. Okay, fast forward. Das wäre schon cool, wenn wir das auf eine Tiefe haben von minus 2. Weil eventuell... Wenn der Gedanke aufgeht, den ich habe, dann haben wir kein Dürreproblem mehr, wenn das Wasser hier drin bleibt. Was aber natürlich sein kann, ist, Wasser bleibt hier drin, die Pumpen laufen und das Wasser geht dann weg. Das wäre eine Option, die passieren kann. Aber dann kann ich auch einfach die Tiefwasserpumpen einfach abschalten, wenn das der Fall ist. Mal schauen, ob das Spiel so schlau ist. Okay, bitte sprengen. Oh. Das macht er gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Den wenn man Arno sprengt, dich auch. Gut, dann mach meine Brücke hier drüber. Hab ich das schon? Ja, 2. Das geht auch da. Und das hier hinten, dass man da irgendwie
rüber sind. Einmal, einmal, einmal. Dann braucht man hier eine Treppe. Und dann sollen wir das erstmal bauen und dann sprengen wir das hier alles durch. Das ist der nächste Projektplan. Das wäre natürlich super. Weil ich denn hier dauer was haben. Okay, ja. Ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Episode an, ob der Plan aufgeht, dass wir hier durchgehend Wasser haben. Und wie das Wasser darauf reagiert, dass wir hier die Pumpe haben. Ich meine, es sind immerhin 5 Stück. Ja, ich gehe mal davon aus, die pumpen das Wasser weg. Aber mal gucken, wie schlau das Spiel ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.